Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zum Ranch Simulator. So, in der letzten Folge haben wir ja vorgehabt, hier mal ein bisschen Fernsehen zu schauen. Aber das können wir auch dann machen, wenn wir nichts mehr zu tun haben. So, wir haben aber ein bisschen was zu tun. Und zwar... Und zwar habe ich mir was überlegt. So. Wir haben ja hier in diesem Hühnerstall... Also zuerst mal... habe ich mir überlegt, sollte ich die Hühner vielleicht tatsächlich einfach da drin lassen und dieses Außengehege hier abmontieren. Denn... denen geht es da drin eigentlich ganz gut. So, dann ist nur die Frage, wohin? Wohin mit diesen... mit diesen Hölzern? Da hinten muss ja dann die andere, die Kuhscheune hin. Kuhscheune. Ja, also die Tier, die Großtierscheune. So, vielleicht sollte ich die einfach hier mal an den Rand stapeln. Na? So, ja. Ich glaube, das mache ich so. So, und zwar habe ich mir überlegt, dass wir die Eier hier besser rauskriegen. Sollten wir vielleicht den anderen Stall hier hinbauen. Und zwar den hier mit einer Schublade für leichten Zugang zu den Eiern. Ja, nur machen wir das nicht jetzt, denn... ja, jetzt haben wir gerade die 1700. Das ist schon ganz gut so. Da würde ich auch gern, wie gesagt, weitermachen, dass wir da dann den LKW so schnell wie möglich kriegen. Deswegen räume ich jetzt hier erstmal ein bisschen das Zeug hier weg. Huch. Guck mal einen an. Ein neues Biberle. Ja. Die Eier sollte ich nämlich dann woanders hinstellen. Halt, komm her. Du Süßes. So. Das kommt hier rein. So. Halt, du bleibst drin. Nein, komm her. Komm her. Halt. Bleib stehen. Baby. Hier hin. So. Gut. Tür ist zu. Die haben Hunger. Okay. Mach ich zuerst mal. Der hier ist leer, ne? Ja. Der ist leer. Da müssen wir auch mal. Und hier gibt's auch nicht mehr allzu viel. Da sollten wir auch mal. Mal wieder Nachschub besorgen. Achso, hier. Zack. So. Türe zu. Sehr gut. Also, ich habe mir nämlich, geht nicht, muss ich von hier oben. Ich habe mir ein Video angeschaut. Und da ist mir eine Idee gekommen, wie wir das Ganze ein bisschen logischer aufstellen hier. Und zwar, wie gesagt, für die Eier, für die Hennen, hier diesen anderen Stall. Mit den Schubladen. Und damit das nicht mehr vorkommt, dass wir ausgebrütete Eier oder beziehungsweise befruchtete Eier hier in den Korb reinlegen und eventuell auch verkaufen, möchte ich hier dran gern eine Zucht erbauen. Quasi eine Kükenzucht. Jetzt müssen wir hier. So, mich hier ein bisschen konzentrieren, dass es hier sauber wird. So, und diese Hühnerzucht
Die wird folgendermaßen aussehen, und zwar wird da ein Hahn drin sein. Und eine Henne. Nur ein Hahn und eine Henne. So, und dann hole ich da auch ab und zu die Eier raus, die nicht befruchtet sind. Das mache ich aber bei Nacht. Beziehungsweise, nö, das ist eigentlich, ja, eigentlich egal, ob bei Tag oder bei Nacht, denn bei Nacht greifen die Hühner auch an. Also die sind dann auf einmal sehr quicklebendig und, ja, was heißt quicklebendig? Die sind sehr wach plötzlich und greifen uns dann trotzdem an. Habe ich in dem anderen Video gesehen. So, Moment, jetzt erstmal hier ein bisschen aufräumen. Und dann, wie gesagt, geht's weiter. Denn hier, wir brauchen später den Platz. Da kommen wir dann aber später dazu. So. Dann haben wir hier auch genug Holz. Schon mal. Definitiv. Ich mache nochmal eine Reihe. So. Ziemlich interessant, dass man die Holzstämme so aufeinander stapeln kann und die dann nicht wegrollen. Naja, gut. Wenn es denn dann so ist, dann ist es halt so. So, ich könnte mir eigentlich hier für das hier an die Seite. Ja, weißt du was? Das probiere ich mal. Dann muss ich nicht so weit laufen. Mir hier einen kleinen Schober machen. Wo wir die Säcke lagern. Ne, da muss ich noch weiter raus. Oder ich mach das so. Ah, ne, ich mach das. Ne, ich mach das anders. Moment. Hallo, warum nicht? Warum nicht hier? Hm. Geht irgendwie nicht. Warum geht das nicht? Geht das hier? Ach, ich muss eh von hier ran. Ah ja, klar. Nee, ich wollte es gerade von der anderen Seite bauen, die Tür. Aber nee, das ist dann Quatsch in dem Fall. Warum geht das hier nicht? Warum kann ich dich hier nicht hinlegen? Quietsch, quietsch. Okay, Moment. Vielleicht so. Erstmal dahin. Und den jetzt so, geht das nicht? Nein. Warum geht das nicht? So geht das doch. Ja, wunderbar. So, und den. Die Kameraperspektive ist schwierig. So ist besser. So vielleicht. So, dann nochmal einen drauf. So ist das gerade. Ja, so halbwegs. So. Dann baue ich mir nämlich hier einen kleinen Schuppen für die Säcke. Denn hier nebendran ist es egal, aber hier vorne dran so ein Riesending ist nachher problematisch. Ja gut, was heißt nachher? Später dann. Ihr werdet dann aber schon sehen, was ich meine. So. Na gut, ja. Geht schon. Machen wir halt hier mal weiter.
So. Kann sich nur noch um Stunden handeln, also... Ja, gut. So halbwegs. So, da das Spiel uns die Möglichkeit nicht gibt, machen wir es halt selber. Also hier gibt es ja keine anderen Gebäude als die, die das Spiel uns quasi hinstellt. Aber so geht's ja auch. So. Hier noch eins drauf. So. Dann mal schauen, ob das geht. Das könnte funktionieren. Okay, gut. Dann mache ich aber zuerst mal hier unten weiter. Da, 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 da. Richtige Country Music hier. Ah, wunderbar. So. Zack. Da, da, da. Denn ich will nicht jedes Mal bis darüber rennen. Da ist mir der Weg zu lang. Deswegen baue ich mir hier eben einen eigenen Schuppen. Einen richtig schönen, rustikalen Holzschuppen. Aus richtig schönen, rustikalen Holzstämmen. Habe ich eigentlich noch Bretter? Oder habe ich die? Die habe ich alle verkauft, glaube ich, ne? Oh, wir haben hier noch ganz viel Fleisch. Das müssen wir auch noch verkaufen. Hm. Ja, also da gibt es schon noch ein paar Folgen jetzt. Na, komm schon. Ja, wunderbar. So, wie sieht es mit euch aus? Habt ihr noch genug zu fressen? Schon wieder leer? Oh, oh. Die fressen das ja weg wie nix. Ja, dann gehen wir eben mal den letzten Sack holen. Meine Güte, sind die Viecher verfressen. Ist ja unfassbar. Oh hier. Zack. Halt, wieder zu. Bleib drin. Wird nicht abgehauen. So. Einmal hier. Zack. Huch. Dann so. Ja, meine Baukunst ist schon, ja, wunderbar. So. Handwerkliches Geschick vom Feinsten. So. Und die letzte Etage. Halt, nein, nicht so wackeln. Ja, sehr gut. So, und das dann noch hier hin. So. So, und jetzt ein Dach. Das wird jetzt leicht schwierig. Ja, da muss ich wahrscheinlich hier nochmal mit einem drauf. Ja. Ja, naja, so halb. So halbwegs. Entschuldigung. So, und jetzt. Oh, es fängt an zu regnen. Ja, siehst du, deswegen brauchen wir nämlich hier ein Dach drüber.
über dem ganzen Kappes. So, das kann ich jetzt auch hier ein bisschen weiter drüber setzen. So, schon wieder 16 Uhr, die Zeit verrinnt hier wie im Fluge. So. Das jetzt drunter. Also hoch will ich eigentlich gar nicht. Aber dann muss ich jetzt wahrscheinlich hier lang. Na. Oha, und was für ein Gewitter gleich wieder hier. Ist ja übel. Aber warum geht das hier nicht? Kann ich die hier drauflegen? Okay, das geht. Ich möchte hier natürlich ein Dach drauf haben. Oha. Na, jetzt geht's aber los hier. So, dann brauche ich mein Holz von hier auch noch. Ändere ich das hier noch mal ab. Oha! Ist ja gruselig. Na, schwierig. Ja, das könnte funktionieren. Boah, ist das ein Wetter hier. Ach du heiliger Strohsack. Irgendwie. Ah, okay, ich komme hier hoch. Ja, ist alles ein bisschen windschief. Aber hey, wir sind hart im Nehmen. Oh, da kann man auch mal weiterbauen, wenn es schon regnet. So. Ich glaube, hier regnet es nicht mal hin. Wenn man sich so den Boden anschaut. Cool. Das ist so laut, dass sogar die Musik sogar lauter als die Musik ist quasi. Na komm schon.
So, hier komme ich noch hoch. Ja gut, das ist jetzt hier ein bisschen windschief alles, ne? Ich glaube, dann fange ich mal hier an. Ach, die kann ich jetzt gar nicht mehr aufheben, weil die blockiert sind hier, oder wie? Ja, wenn ich draufstehe. Nein, auch nicht. Okay. Ah, das ist natürlich jetzt doof. Das ist jetzt schief gebaut. So. 19 Uhr. Die Hühnerchen, oh nein, die haben bestimmt Angst. So. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Ja. Ja gut, wenn es jetzt auch noch dunkel wird. Dann werde ich wahrscheinlich schlafen gehen. Bäh. So. Ah, so wie es aussieht, brauche ich noch ein paar Bäume. Aber wir haben ja hier noch genug Bäume im Umkreis. Oh ja, das wird gut. Oha. Ja, ein bisschen sehe ich noch. Mann, ist das ein Gewitter hier. Krass. Zack, so ist das dicht. Ah, vielleicht geht noch einer oben drauf. Ich schau mal. Bevor ich hier weggespült werde. Ja, wunderbar. So. Ja gut, ist so ein bisschen ein Schlitz hier. Kriege ich den da nochmal weg? Ja. Naja. Gut, so ganz zufrieden bin ich damit nicht. Schade, dass ich die hier nicht mehr wegkrieg. Aber wenn die blockiert sind, dann kriegt man die eben nicht mehr weg. Ah, shit. Na gut, das hätte ich anders machen sollen. Entschuldigung. Ah. Was für ein Gewitter. Heieiei. Oh, und da sind ganz schön viele Eier drin.
Aha, die Hühner schlafen alle. Dann hauen sie schon nicht ab. Dann könnte ich mal Eier sammeln. Huch. So, hier drin regnet es wenigstens nicht. Mal die Kacke aufräumen. Hühnchen mal woanders hinstellen, da unten. Den Hahn auch. So, die anderen sind alle da unten, ne? So, dann schauen wir mal, ob wir gleich angegriffen werden. Okay, alles gut. Alles gut. Alles gut. Auch noch alles gut, sehr schön. Keine Agrohühner. Wunderbar. Oh, Agrohuhn. Halt. Du gehst da hoch. Halt! Okay. Macht etwas Probleme im Moment. Wo tue ich denn das hin? In Quarantäne erstmal. Obwohl, das passt hier nirgends mehr rein, ne? Da tun wir es halt mal ins Haus rein. So, Türe zu. Agrohuhn bleibt im Haus. So. Alles gut, schlafen noch alle. Und das letzte. Sehr gut, dann haben wir ein befruchtetes Ei. Das legen wir mal hier hin. Da nehme ich meinen Korb mit. Und wir holen Mr. Agrohuhn wieder. Huhn, wo bist du? Ah, hier. Versteckt sich in der Ecke. Hat Angst. Ja, bei dem Wetter hätte ich auch Angst. So. Huhn zu seinem Ei. Türe zu. Fertig. Okay, meine Freunde, dann gehen wir erstmal schlafen. Boah, ist es laut. Machen eine kleine Folgenpause und sehen uns dann morgen wieder, wenn es wieder heißt Time to Play. Hier bei Ranch Sim. Bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.